Meine Damen und Herren, Episode 6. Wir machen das halbe Dutzend voll und ich freue mich total. Ach so, nee, ist ja nur Christian. Mensch, hallo, Spassi, grüße dich. Ja, servus, hör mal, hier, da, ich habe hier ein Loch, werden jetzt die Leute denken, aber das ist modisch. Ja, da wird sicherlich der Jan Löhmannsröben, unser heutiger Gast, auch das ein oder andere lobende Wort dazu finden. Dir gefällt das Outfit nicht, aber weißt du was, Klichy? Das ist mir egal, was du mir erzählst. Außerdem haben wir. Das weiß ich schon lange, dass dir das egal ist. Du hast jetzt unseren Gast vorweggenommen. Wird Weltklasse heute, ein richtiger Typ dieser Liga. Aber wir müssen vorher leider wieder über zwei Trainerentlassungen sprechen. Das ist echt nervig aktuell. Schon 5 Stück im Jahr 2021. Wir schreiben den 10. Februar und denken uns, was ist denn eigentlich los? Wir dachten, 2021 wird alles ruhiger, aber weit gefehlt. Pustekuchen. Aber es sind natürlich zwei andere Dinge jetzt. Wenn wir beginnen mal mit Türkgücü München. Wir hatten ja auch mal vor ein paar Wochen Max Kotny hier. Da hatte ja mal der Investor keinen Bock. Und jetzt ist der Trainer nach 5 sieglosen Spielen entlassen worden. Ich glaube, wenn ich auf die Tabelle schaue, die sind Aufsteiger, Platz 7, 33 Punkte. Und da muss ich wirklich mal sagen, Türkgücü München muss jetzt, glaube ich, mal aufpassen, dass da nicht irgendwie KFC Uerdingen 2.0 in München entsteht. Keine Ahnung. Natürlich haben die Ambitionen, natürlich wollen die hoch. Aber du tauschst ständig Spieler aus, tauschst Trainer aus, dann hast du Querelen mit dem Investor und so weiter und so fort. So holst du dir keine Fanbase, so werden die Leute da draußen auch nicht ruhiger und in ihrer Meinung nicht irgendwie leiser, indem sie sagen, was ist das da für ein Konstrukt, was uns jetzt hier erdrücken will. Jetzt diese Nachricht gestern hat mich total auf dem falschen Fuß erwischt und ich muss wirklich sagen, also viele Patronen haben die nicht mehr frei, um irgendwie auf diese Landkarte zu kommen. Also Obacht, Türkgücü. Es fällt mir sehr schwer, aber ich muss sagen, ich stimme dir in allen Punkten zu. Und du hast auch schon eben angedeutet, es sind zwei verschiedene Dinge. Bei Magdeburg hat ja jetzt Thomas Hossmann gesagt, er macht nicht weiter. Hat mit Ottmar Schork gesprochen, dem Sportdirektor, auch schon hier bei uns im Top-Thema gewesen. Er hat ihm lange den Rücken gestärkt, aber er kann nicht mehr, hat man den Eindruck. Ja, der Druck ist zu groß. Das war auch die öffentliche Pressemitteilung. Die Magdeburger sind abstiegsbedroht. Das ist ein Kultclub, da hängt eine riesen Fanbase hinten dran. Und ich nehme das den Thomas Hossmann ab, dass der jetzt auch sagt, Freunde, ich liebe diesen Verein, ich bin da lange im NLZ gewesen, ich atme diesen Club, ich kann das jetzt gerade nicht mehr, ich habe den Eindruck, da muss ein neuer her und da gebe ich dir vollkommen recht, das sind zwei völlig unterschiedliche Geschichten, Magdeburg und Türkgücü München. Aber das zeigt natürlich auch, was Thomas Hossmann für ein wunderbarer Charakter zu sein scheint. Also ich habe ihn noch nie persönlich kennengelernt. Aber die Größe zu besitzen, zu sagen, ich kann nicht mehr und mache den Weg frei für meinen ersten FC Magdeburg, also da ziehe ich meine Hüte und wünschte jedem so ein Rückgrat, nicht nur im Fußballgeschäft, sondern im Leben und dir vor allen Dingen, Alex. Aber das Stichwort Rückgrat finde ich perfekt für unser Top-Thema heute. Das ist Hansa Rostock. Die schreiben gerade Geschichte, 5 Siege in Folge. Und da gibt es einen Typen, der fasziniert uns beide schon lange. Und jetzt haben wir ihn endlich vor dem Mikrofon. Wir haben ja im Vorgespräch uns wirklich ganz toll unterhalten über Hansa Rostock. Und jetzt können wir ja den fragen, der da mit part of the team ist. Oder also die Rostocker, die überraschen uns positiv. Ja, also bis jetzt, natürlich haben wir noch nichts erreicht, aber ich denke, wir haben eine ganz gute Truppe beisammen, auch charakterlich. Also ich glaube, ja, die Bauchmuskeln bei uns kommen weder vom Fitnesstraining mehr, vom Lachen. Also das passt echt aktuell gut zusammen. Ich denke auch, auf dem Platz sieht man, wenn einer mal einen Fehler macht, ist immer noch ein anderer da, um den auszubügeln oder hinten raus. Ziehen wir jetzt auch mal Spiele, was uns vielleicht in der Hinrunde jetzt abhanden gekommen ist. Und ja, aber wie so schön ist, ne, man soll den Tag nicht vor den Abend loben. Wir haben noch ein paar Spiele und wenn wir dann am Schluss, keine Ahnung, 7., 8., 5., 4. sind, dann heißt es, hab die erste Preis für die goldene Ananas. Darum darf man, glaube ich, jetzt noch nicht in Tagträumerei fallen, aber aktuell macht es auf jeden Fall Spaß, ja. Wie ist denn die Chemie mit Jens Hertel? Den kennst du ja noch damals aus Magdeburg. Der ist ja jetzt eher so, so kommt er zumindest rüber, ein bisschen ruhiger, ein bisschen jetzt nicht so, dass er ständig lachen würde. Aber was erzeugt er denn in der Mannschaft, dass es so erfolgreich ist? Ja, also ich muss sagen, ich sehe ihn öfters lachen, leider über mich. Das gefällt mir nicht so.
Also, ich weiß auch nicht, was er gegen mich hat. Der beim Hallo sagen boxt er mich oder tritt mir den Arsch ab und zu und sagt manchmal, Lö, straffe dich jetzt, sonst hau ich dir einen in die Fresse. Also, ich denke, er ist eigentlich schon ganz gut drauf. Klar, am Spieltag ist er mal angespannt, aber das sind wir alle. Und ja, also ich sag, der, man sieht, glaube ich, dass er ein Fußballfanatiker ist. Der ist, glaube ich, ja, von morgens bis abends ist er dem Ziel untergeordnet und ja, der stellt uns halt immer gut ein, sensibilisiert uns halt auch, jetzt nicht nach 3 Siegen zu sagen, okay, jetzt ruhen wir uns aus, sondern dass wir hungrig sind, noch auf 4, 5 und immer weitermachen. Und natürlich, ja, das Training, ne? Das kann einiges, sage ich euch. Ja, die Konkurrenz dieses Jahr, es sind übrigens ganz neue Seiten von Jens Hertel. Schön, das auch mal zu sehen und zu hören. Wir sind auch total überzeugt von ihm als Trainer. Das ist irre, was er auch mit Magdeburg damals geschafft hat. Aber trotzdem, die Konkurrenz ist irre. Da gibt es Teams wie Dresden, Ingolstadt, die haben viel höhere Etats. 60 München spielt auch eine gute Rolle. Denkst du, es könnte wirklich klappen? Weil ich glaube, bei Hansa Rostock, es gibt keinen Drittligisten, wo diese Aufstiegssehnsucht größer ist als dort. Ja, also ich glaube, Sehnsucht, also ich sage Dresden, Ingolstadt und so, die wollen natürlich alle hoch, auch 60 München, ich glaube, die haben auch eine Sehnsucht. Es ist halt immer so, damals mit Magdeburg haben wir auch lange um Aufstieg mitgespielt und in den letzten 4 Spielen haben wir es uns verkackt und sind Vierter geworden. Da hieß es auch Sehnsucht und ihr habt so eine geballte Fanbase und alle wollen und so, und dann klappt es halt nicht, ne? Man wird jetzt lügen, wenn man da oben steht, wenn man sagt, so, man schielt nicht oder man träumt nicht und so, ne? Aber im Endeffekt, man sieht es, diese Liga ist ja sowas von geisteskrank eng. Da schlägt jeder jeden. Mit ein paar Siegen bist du oben dabei. Wenn du mal ein paar verlierst, bist du unten dabei. Also, ich sage, wenn du es hier schaffen solltest, dann werden hier, glaube ich, ein paar Denkmäler gebaut und. Ich glaube, da sind ein paar Leute dann auch ein paar Wochen nicht ansprechbar, aber bis dahin haben wir noch so einen langen, harten Weg. Man sieht es jetzt auch mit den Wetterbedingungen, Corona, es fallen englische Wochen an, es ist Verletzung. Jetzt haben wir natürlich mit, ja, im Winter nochmal sehr gut nachgelegt, ein paar richtige Waffen bekommen. Ja, also ich sage, der Verein hat alles dafür getan und jetzt liegt es an uns, ob wir, ja, die Schuhe richtig rum anschneiden und das Tor treffen. Wie du diese Sprache total ausnutzt. Also Sensor, es gibt kaum einen wie dich. Ist das etwas, was du dir unbedingt auch, wir kommen jetzt mal ein bisschen zu dir als Typ, ist das, was du dir unbedingt beibehalten willst? Oder gab es manchmal auch schon so Momente, wo du überlegt hast, ich muss jetzt einfach genau das machen, was vielleicht die meisten machen, nämlich die üblichen Antworten geben, damit ich mich nicht immer so angreifbar mache oder von anderen abhebe? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das hat in der Schule angefangen. Da haben meine Lehrer, wenn wir mal einen Aufsatz schreiben mussten und so, da wussten sie nicht, ob sie mir eine 1 oder 6 geben sollten, wegen außergewöhnlicher ja, Schreibweise oder Artikulation. Aber ja, man hat sich's angewöhnt und ja, ich bin in Berlin aufgewachsen. Da läuft ja der Hase eh ein bisschen anders. Und ja, klar fällt man damit ab und zu auf die Fresse, aber gut, ja, ich bin ja wie ein Boxer, wisst ihr, taumel mal, aber stehe immer noch. Du stehst immer einmal mehr auf, als du hinfällst. Oder wir haben mal geschaut, wo du überhaupt herkommst. Ja? Und da habe ich mal auf deinem Instagram-Kanal geschaut und habe Folgendes gefunden: dein allererstes Posting. Das Ich sehen die höre. Leute. Zum Das ist Glück habe von ich vor mir. 2, 3 Wochen habe ich die ganzen kriminellen Bilder alle mal gelöscht. Aber das Aber ist ja das war. drauf geblieben. Das ist ja auch kriminell, das Foto. Ein Spiegel-Selfie irgendwo auf der Toilette als Sparkassenmitarbeiter. Also viel krimineller geht es für mich nicht mehr. Aber ich finde es sympathisch. Ne? Die Absolut. einzige Frage ist, die sich jeder fragt, also viele denken, das ist ein Karnevalskostüm, weil was habe ich in der Bank zu suchen? Es war, also ich. Als Karnevalskostüm kann ich es mir auch gut vorstellen, weil ich glaube, es gibt nichts so viel, was so weit entfernt ist wie ein ja, Bankkaufmann. Aber tatsächlich habe ich 1 Jahr die Sparkasse unsicher gemacht. Aber nur ein Jahr. Was ist dann passiert? Das reicht nicht zur Ausbildung, das weißt du.
Ja, das weiß ich, aber die Sparkasse, die haben so viel Rendite in diesem Jahr gemacht, reicht. Es gibt natürlich unglaublich viele Stationen in deinem Fußballerleben und es gab natürlich auch Menschen, mit denen wir im Vorfeld Kontakt aufgenommen haben. Zum Beispiel ein Kollege aus Zeiten in Kaiserslautern. Hör dir doch das mal an. Lö, hab gehört, du bist heute beim Magenta Sport. Jetzt wollten die Jungs von mir, dass ich eine Geschichte über dich erzähle. Gut, wir wissen beide selber, in 45 Sekunden wird das schwer. Ob von lebender Pommes bis DJ bis Cornflakes. Sensationsdinger dabei. Aber wichtigste ist, mein Junge, dass du bleibst, wie du bist. Und einfach so ein Typ bleibst, wie du bist. Nämlich sensationell. Also, mein Junge, viel Spaß und weiter viel Erfolg im Aufstiegskampf. Schöne Grüße aus Metten. Ja, der Locke, mein Pflegefall. Was war da los? Pommes, DJ, ich komme gar nicht mehr hinterher. Ich auch nicht. Ich habe zum Glück jetzt auch nicht mehr so gute Ohren. Ich habe jetzt nicht alles verstanden, weil ich glaube, Magenta, da hat da noch ein bisschen Nachholbedarf, was das Audio-Equipment angeht. Aber naja, sind ja alle Amateure, von daher macht das nichts. Der Locke, mein Freund, Grüße gehen raus. Super Typ, konnte einiges lernen, hat mich im Sommer mit nach Ibiza genommen. Also muss ich leider unter Verschluss halten, was da passiert ist. Aber ich danke dir, mein Freund, war ein sehr schöner Urlaub und auch so menschlich, super Typ. War Kabinen-DJ, hat sehr viel Laune gemacht. Cornflakes wissen wir ja alle. Und haben auch sehr viel privat gemacht. Ab und zu aus Lust und Laune mal gepokert, wo ich ihn immer rausgeblufft habe. Dann war er sauer auf mich, aber das nimmt er mir nicht mehr übel. Also ist echt ein feiner Typ und freut mich. Ja, jetzt habe ich gerade was gehört. Ne? Das wollten wir gar nicht ansprechen, aber jetzt, wo du es sagst, Jan, Cornflakes, ich meine, jedes Interview wahrscheinlich, was bei dir angefragt wird, irgendwann kommen die Cornflakes. Wenn das kein V-Spiel ist, ja, leck mich am Arsch, Alter, ehrlich. Wie kann man das nicht sehen? Fehlen mir ein bisschen die Worte. Also, man sieht, dass sein Ellbogen ganz klar reingeht, dass ich ein Gesicht kriege und, also, ne, also, wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga, soll der Cornflakes zählen gehen, aber da vorne haben wir eine Zähne, ganz klar Elfmeter. Wenn das nicht gepfiffen wird, passiert das gar nicht. Und wenn man das, ey, ja, platz mir die Krawatte, ehrlich. Kommen die dir langsam zu den Ohren raus? Ja, naja, ach nee, ich kann drüber lächeln. Ich habe eigentlich immer gehofft, dass ich einen Werbevertrag oder Werbedeal von denen kriege. Warte ich immer noch drauf. Aber ansonsten, ja, es gehört halt irgendwie dazu, ne? War ja klar, dass irgendwann mal was rausrutscht. Diesmal was, ja. Denke ich mal, eher was man im Nachhinein als lustig bezeichnen kann. Ein paar Jahre zu spät. Mein Traum war es immer mal, bei Stefan Raab so ein Nippel zu sein. Hab ich verpasst. Aber mittlerweile hat es sich ein bisschen gelegt. So konnten ein paar Sachen in der Vergangenheit mit dem Video, wenn man mich googelt, nach hinten geschoben worden werden und das weiter nach oben. Also hat es für mich auch im Endeffekt einen positiven Ausklang gehabt. Ja, stimmt. Früher war immer Mallorca ganz oben, jetzt ist Cornflakes. Ich finde es bei dir aber beeindruckend, weil es gäbe Menschen, die würden viel dafür bezahlen, so einen Wortschatz zu haben, weil du denkst da ja nicht drüber nach. Das kommt einfach aus dir raus. Überforderst du auch manchmal dein Umfeld mit deiner Wortakrobatik? Ja, also ich habe schon einen eigenen Slang, reiß mich hier schon zusammen, Hochdeutsch zu reden. Also ich habe schon ein paar wilde Wörter, aber ja, also die kommen eigentlich immer ganz gut an. Also wenn man mal Mäuschen spielt in unserer Kabine, da werden viele Wörter übernommen und ich bilde mich natürlich auch weiter. Ne? Also diverse Duden habe ich zu Hause, also das ist harte Arbeit, Freunde, ja? Das zeige ich euch. Ja, ich sauge auf. Ich möchte mehr Löhmannsröben in mir haben. Also das ist absoluter Traum. Aber das zeigt natürlich auch den Typus. Du trägst das ja auch nach außen. Das sieht man an deiner Kleidung, das sieht man an deinen Tattoos. Ist das etwas, was du mit Überzeugung machst oder versuchst du vielleicht auch so ein bisschen den unsicheren Jan Löhmannsröben, der vielleicht irgendwo in dir steckt, damit auch ein bisschen zu kaschieren? Das muss ich sagen, das trifft mich jetzt echt, dass du das gesagt hast, weil ich war,
2 Jahre beim Psychologen und der hat es nicht rausgefunden und du sagst es. Also ich bin in Wahrheit ein echt schüchterner, ängstlicher Mensch, der eigentlich zum Lachen in den Keller geht und ja, allen Leuten was vorspielt, aber das scheint ja zu klappen, ne? Ey Christian, ich sag dir eins, der verarscht uns hinten und vorne, wir sind ihm komplett unterlegen. Das ist Wahnsinn. Du bist ja auch ein Künstler, wie ich gehört habe, aber ich glaube, Christian, du weißt mehr dazu, ne? Ja, ich habe gesprochen mit Manuel Schäffler, ich weiß nicht, da klingelt es direkt bei dir. Du bist ja auch, wenn ich das richtig gesehen habe auf deinem Instagram-Account, durchaus dem ersten FC Nürnberg sehr, ja, du bist, bist du Glubberer? Ich bin ein Glubberer. Ich bin ein Glubberer und werde es immer sein. Trag schwarz und rot am Fensterscheiben. Wie kommt die Liebe eigentlich zustande? Du bist ja aus Berlin. Ist richtig. Ja, meine Eltern haben einen kleinen Umweg in ihrer Arbeitskarriere gemacht und wir haben in Erlangen gewohnt. Damals war ich gerade 4, glaube ich. Natürlich schon gut gebaut, muskulös, ne? Technisch versiert. Und dann haben sie gesagt, komm, den schicken wir mal zum Fußball. Dann bin ich zum ATSV Erlangen gegangen und war damals Dortmund-Fan. Natürlich mit Dortmund-Sachen eingereitet und sagte, jetzt erobere ich die Welt. Ja, eine Stunde später, weint im Auto, zu Mutti gesagt, ich spiele nie wieder Fußball, sind alle scheiße und so. Ich sag, meine Mutter, ja, was ist los? Ich sag, ja, mit mir wollte keiner spielen und den Ball bekommen und alles. Und dann hat meine Mutter beim Trainer angerufen, ja, was ist denn hier los? Ne, da in Franken redet man ja nochmal anders. Ne, hey, was ist denn der Lö? Red doch mal kein Schmann und so, ne? Und dann haben sie gesagt, ja, du, pass auf, wir sind eine eingefleischte Club-Familie. Gehen Sie mal in den Sportladen, kaufen Sie dem mal Nürnberg-Trikot, Nürnberg-Hose und dann kommen Sie nochmal wieder. Ja, waren wir drin, gekauft, nächste Woche wieder zum Training. Das war dann wieder das Messer durch die Butter, ne? Ging das? Zapfenstreich und dann, ja, dann lief und seitdem bin ich Nürnberg-Fan gewesen. Und dieser Manuel Schäffler, der schießt ja in Nürnberg unfassbar viele Tore, war jetzt leider kurz mal auch verletzt. Aber der kann nicht nur gute Tore schießen, sondern der kann auch hervorragend malen. Das werden wir gleich mal ein bisschen besser einblenden, damit du das siehst. Das sind zwei Bilder, die Manuel Schäffler, die er explizit gemalt hat, nach deinen Vorstellungen. Warum hast du dich dafür entschieden und woher kommt deine Leidenschaft für die Kunst? Also fangen wir mal mit dem ersten an. Also das ist ein Bild, ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Geburtstagsgeschenk oder ein Weihnachtsgeschenk für meinen besten Freund war. Und der hat zu dem Zeit mit Cheffe zusammengespielt und habe gesagt, du Cheffe, das kannst du richtig gut, wa? Mach doch mal was für mich. So eins für mich, eins für meinen besten Kumpel. Ich weiß nicht, ob man es erkannt hat. Der eine auf dem Bild soll ich sein. Der andere ist mein bester Kumpel. Und ja, seitdem verzückt es meine kahle Wohnung. Du hast es tatsächlich auch aufgehängt, immerhin. Ja, muss ich ja, ne? Also das wäre ja respektlos. Ja, man kann sowas ja auch so machen, man hängt das immer nur auf, wenn derjenige dann zu Gast ist, der das gemacht hat. Das gibt es ja auch so Tricks und dann geht es wieder in den Keller damit. Ich habe ja nicht gesagt, wie rum es hängt, ne? Immer so zum Umdrehen. Das ist natürlich sensationell. Man sieht ja auch deine Liebe zur Kunst bei dir. Du bist ja auch ein Kunstwerk. Ja, dich könnte man so ins Museum stellen und die Leute würden Eintritt bezahlen, um sich das anzuschauen. Diese Leidenschaft für Tattoos, wann ist die entstanden? Die war 14, 15 oder so, glaube ich. Damals gab es die Bravo Sport. Und ja, ich glaube, wie jedes Kinderzimmer hing das mit Fußballplakaten bei mir voll. Und da war David Beckham ganz groß im, ja, als Plakat, als Bettwäsche, als Barbie und Ken verkleidet, mit alles dabei. Und ja, seitdem habe ich gesagt, du, das will ich. Meine Eltern sind natürlich 180 Grad das Gegenteil von mir. Also ich weiß, ich wollte Ohrringe haben in der Grundschule schon. Dann haben sie gesagt, so, nee, auf keinen Fall. Habe ich mir Magnetohrringe besorgt über einen Kontakt, wisst ihr, so unter der Hand. bin ich mit Magnetohrringen in die Schule geritten. War natürlich, ne?
Geschwister, war Hingucker und dann nach Hause habe ich sie wieder abgemacht. Die Eltern sind, finden ihn natürlich alles raus, gab dann natürlich Ärger. Bin ich umgeswitcht zu Klebeohrringe, da konnte man sich so draufkleben. Haben sie auch rausgefunden. Naja, haben gesagt, komm, bis 18 halt bitte durch, danach kannst du was, kannst du machen, was du willst. 18. Geburtstag, erstes Tattoo, erstes All-Off. Das nenne ich ein Statement. Das heißt, sie haben dich dann lange im Zwinger gehalten, aber mit 18 ging es dann los und dann mit Gebrüll. Dann war alles möglich. Ja, also mit 17 bin ich schon ausgerissen. Da bin ich ja zu Eintracht Braunschweig dann gewechselt ins Internat. Ich glaube, das tat uns allen auch ganz gut, der Abstand. Aber ja, ich denke, die haben mich ganz gut durchgebracht. Aber war für die natürlich, denke ich, auch keine leichte Zeit. Wir müssen noch kurz persönlich werden. Es gibt noch andere Dinge außer Fußball. Auch du hast ein Kind. Was ist dir denn abseits des Platzes mega wichtig im Leben? Ja, mein Schlaf auf jeden Fall, weil ich bin absoluter Morgenmuffel. Ansonsten natürlich Familie, Gesundheit. Dass mich nach 23 Uhr keiner mehr anruft. Der wird nämlich beleidigt. Internet zum Serie gucken und zum Zocken mit den Jungs. Gute Laune und ja, ich engagiere mir. Oh, das ist ein neues Wort, glaube ich, habe ich gerade erfunden. Engagiere, ja. Engagiere mich sehr für auch soziale Projekte und ich sage halt immer, ist alles ein Geben und Nehmen. Leuten, denen es gut geht, denen soll man auf jeden Fall das gönnen, aber man darf nie vergessen, wo man herkommt und auch es gibt Leuten, denen es nicht so gut geht und denen soll man immer helfen. Das ist auch das, was man, wenn man andere Leute fragt, die das auch über dich sagen, dass du ein großes Herz hast, dass du sehr, ein sehr lieber Junge bist. Ich weiß nicht, ob du das über dich hören möchtest, aber ich würde gerne wissen, ja, irgendwo schon. Ich würde gerne wissen, wie ist denn der Papa Löhmannsrüben? Wie ist der? Also du ja, als Papa. Glaube ich nicht viel anders. Nur am Scherzen, ganz schwacher Charakter, also wenn man mich mit großen Augen anguckt, dann gibt es halt nochmal ein Gummibärchen oder gibt es ein neues Spielzeug oder darf man nochmal eine Serie gucken vorm Einschlafen. Ja, auf jeden Fall ja, sehr liebevoll, sehr lustig. Am Morgen habe ich natürlich zu kämpfen. Der Kleine hat echt viel PS unterm Bobbes. Wenn ich da als alter Mann dann um 6 Uhr aufstehen muss, und mit ihm dann schon Fußball spielen muss oder Torwart spielen muss oder als ja, Trampolin herhalten muss, ist es natürlich schwer. Aber ansonsten gibt es natürlich auch viel einem im Leben zurück, wenn man sieht. Ich glaube, so ein Kinderlachen ist mit das Schönste, was es gibt. Aber du sagst, du hast ein weiches Herz, schwacher Charakter. Das heißt, die ersten Ohrringe gibt es dann mit 10 oder wie? Die würde ich ihm jetzt schon durchballern. Aber ich glaube, da wird es dann Ärger geben. Nee, also ich denke, man ist auch in gewisser Weise ein Vorbild, hat die Vorbildfunktion, hat viel Verantwortung. Darf man von mir natürlich von meiner Seite aus optisch gerne nachführen, weil schon ein schmucker Bursche hier. Ne? Aber der soll seinen eigenen Weg gehen. Für mich würde ich mir wünschen, dass er auch Fußballer wird, müh besser als ich. Dann kann er einiges erreichen. Und ansonsten, ja, Gesundheit steht über alles. Ich glaube, wenn er so ein Mensch wird wie du, dann wird das auf jeden Fall ein erfolgreicher. Man weiß es nicht, ne? Aber Papa hat ja noch ein paar Ziele, was nach dem Fußball geht. Vielleicht haben wir beide zusammen mal eine Sendung. Oh, lass uns mal damit abschließen. Welche Ziele hat ein Jan Löhmannsrüben noch? In welche Sendung wirst du moderieren? Magenta Sport, die Knallköpfe hinter der Kamera. Ja, ansonsten Marit, wie sie lebt und lebt. Ne, mal, hinter der Kamera, die macht einiges. Ich weiß nicht, kann ich die Geschichte von gerade erzählen? mit deinem Handy? Nein, da kommt Alkohol ins Spiel. Ah, die darf ich nicht erzählen, aber ihr, also es gibt einiges, was noch aufgedeckt werden muss, Detektiv Lömi. Ansonsten gibt es ja auch viele lustige ja, Reality-TV-Shows, wo ich mich vielleicht auch mal drin wiederfinde. Oder
dann doch nochmal als seriöser Bankkaufmann. Also du würdest zum Beispiel ins Dschungelcamp gehen? Man darf ja nicht zu viel verraten. Oh, gab es ein Angebot schon mal? Man weiß es nicht. Ach Mensch, das ist für mich ein Ja. Ist es ein Ja. Also ich hatte mal ein Angebot auch für einen Malle-Song, den konnte ich damals nicht machen, weil es hieß, bist du Fußballer oder Showmaker oder Malle-Star, was weiß ich. Paar Freunde von mir arbeiten, Tobi, Kreisliga-Legende, weiß nicht, ob ihr den kennt, Icke Hüftgold und so weiter, sind paar Leute, aber wie gesagt, erstmal habe ich noch vor ein paar Jahren Fußball zu spielen. Wir haben dieses Jahr eine Riesenchance und darauf liegt auf jeden Fall erstmal der Fokus. Und was dann kommt, das entscheiden die Würfel. Überragend. Wir freuen uns auf deinen Mallorca-Song mit Icke Hüftgold. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Dann aber ich will jetzt, sag mir bitte noch als aus persönlichem Interesse, wie heißt der denn? Wie ist der Titel? Sag mir mal. Den kann ich gerne noch nicht verraten. Das ist der Datenschutz-Trainer. Mit Kleiner, kennt sich doch aus, ey, Mensch. Ja, aber ich kann mir vorstellen, irgendwas mit Cornflakes, oder? Das wäre zu einfach. Okay. Wir bleiben dran. Vergiss uns nicht, wenn du berühmt wirst. Mach ich nicht. Ihr seid die Ersten, die ich vielleicht kontaktiere. Okay, ich halte fest, wir waren hier hoffnungslos unterlegen, aber es war total geil mit dir. Vielen, vielen Dank fürs Interview. Eine gute Zeit und natürlich sind wir sehr gespannt, ob es am Ende echt klappt mit dem Aufstieg mit Hansa Rostock. Es wird tough, du hast es gesagt. Wir bleiben in Kontakt. Bis dahin, ciao, ciao. Mach's gut, hat mich gefreut und falls ihr stylische Modetipps noch braucht, könnt ihr mich auch gerne anfragen. Hör mal, oh ja, sieht super aus, ey. So mit Löchern und so, weißt du? Ey, krass, ey. Hier und dann so ein weißes T-Shirt, ist das nichts? Sag mal, das geht hier in die falsche Richtung, lass bloß den T-Shirt unten. Also meine Freunde, wir sehen uns, ja? Hau rein, mach's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ach, Klichy, Jan Löhmannsröben. Er hat alles gehalten, was man sich versprochen hat und mal weg von den ganzen Ironie-Zeug und sowas. Also das ist ein richtig feiner Kerl. Wir haben ja wirklich auch im Vorgespräch mit dem einen oder anderen, der ihn gut kennt, gesprochen, die das alle durchweg sagen. Es ist einfach nur fantastisch jetzt gewesen, mit ihm zu sprechen. Und das gehört einfach, diese Typen in dieser dritten Liga, das ist einfach verrückt, wie viel es davon gibt. Ja, und er wird bald 30 und das ist für mich das Größte an der ganzen Sache. Der ist schon viele Jahre Profi und normalerweise irgendwann fangen die Profis immer an zu sagen, komm, ich mache nur noch kleine Brötchen, ich sage nicht mehr wirklich, was ich denke, ich will meine Ruhe, ich habe keine Lust auf die Neidgesellschaft in Deutschland oder die ganzen Moralapostel, die sich in sämtlichen Netzwerken irgendwo rumtummeln, aber der Kerl ist gerade geblieben. Und das finde ich großartig und man merkt ja auch, ne, dass er auch Liebe hat in sich, ne, und Sachen zurückgeben will und sich engagiert und sonstige Geschichten mehr. Also mir geht das Herz auf, wenn ich mit solchen Menschen sprechen darf und mir geht das Herz auf, wenn ich weiß, es gibt diese Menschen noch, die auch in der Öffentlichkeit einfach einen geraden Rücken haben und sagen, das bin ich, das denke ich, bitteschön. Alexander, ich habe mich gerade neu in dich verliebt. Das muss man wirklich sagen. Toll zusammen, toll zusammengefasst. Und mir geht ja auch das Herz auf, wenn ich dich sehe hier bei Dritte Liga Top-Thema. Aber mir geht natürlich auch das Herz auf, wenn ich dich höre oder auf dem Moderationsposten sehe bei Magenta Sport in den Stadien. Wir haben vorhin über Türkgücü und Magdeburg gesprochen. Und wie der liebe Spielplan Gottes will, spielen die gegeneinander. Wann, wo und was hast du damit zu tun? Am Montag. Um 18.45 Uhr live und exklusiv bei Magenta Sport. Es ist für mich ein Spiel, wo ich sagen muss, da bin ich wirklich schon sehr aufgeregt, weil es ist, wie du schon sagst, also eigentlich das Spannendste, was geht, denn Türkgücü, Alexander Schmidt musste gehen, Magdeburg, Thomas Rossmann wollte gehen. Jetzt gibt es ein paar Tage Zwischenphase, aber die beiden sind voll in dem Land der Orientierungsfindung und am Montag werden wir sehen, wie sich das Ganze äußert. Ich werde das ganze Ding kommentieren und bin sehr, sehr gespannt auf die Reaktion auf dem Platz von beiden Teams. Ja, da bin ich auch gespannt. Werde ich mir anschauen und werde dich danach herzlichst kritisieren.